In diesem Film zeigen wir Ihnen das Aufrüsten einer TBT-Tiefbohrmaschine. Das sachgemäße Aufrüsten ist Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Tiefbohrprozess. Nutzen Sie in jedem Schritt geeignetes und unbeschädigtes Werkzeug. Wir beginnen mit der Reitstockseite. Reinigen Sie während des kompletten Aufrüstungsprozesses sorgfältig alle Anschraubflächen und schrauben Sie anschließend die passenden Spannkonen an. Im Anschluss werden die restlichen Spannkonen auf der Bohrbuchsenträgerseite montiert. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, wird mit dem Aufrüsten der Werkzeuge begonnen. Für das Rüsten der Tiefbohrwerkzeuge benötigen Sie verschiedene Komponenten. Die Lünettenbuchsen mit Kugellager, die Dichtgehäuse mit Dichtscheiben und die Bohrbuchsenhalter. Die im Durchmesser passenden Bohrbuchsen müssen in die Bohrbuchsenhalter eingepresst werden. Montieren Sie danach die Bohrbuchsenhalter und ziehen Sie alles an. Es muss darauf geachtet werden, dass die verwendeten TBT-Tiefbohrwerkzeuge nicht verschlissen sind. Schleifen Sie die Werkzeuge gegebenenfalls zuerst nach. Mit der TBT-Längenmesseinrichtung werden die Werkzeuge nun auf die gewünschte Länge eingestellt. Benutzen Sie dafür die Einstellschraube. Nachdem die Längen aller Tiefbohrwerkzeuge eingestellt sind, müssen Dichtringe zur Abdichtung in die Einstellschrauben eingesetzt werden. Ziehen Sie nun die Lünettenbuchsen über die Werkzeuge und montieren Sie danach die Dichtgehäuse. Die Dichtscheibe darf dabei nicht vergessen werden. Die vorbereiteten Tieflochbohrer können nun aufgerüstet werden. Führen Sie die Werkzeuge in den Bohrbuchsenträger ein und verschließen Sie das Dichtgehäuse. Fixieren Sie danach die Lünettenbuchse in der Lünette. Um die richtige Ausrichtung des Spannelements sicherzustellen, muss die radiale Spannschraube auf die Spannfläche des Spannelements angezogen und wieder gelöst werden. Ziehen Sie anschließend zuerst die schräge Spannschraube an und danach die radiale Spannschraube. Mit dem Verschließen des Bohrbuchsenträgers ist die mechanische Rüstung der Maschine abgeschlossen. Im Programm müssen anschließend noch die betreffenden Parameter, wie zum Beispiel die Werkzeuglänge, geändert werden. Alles von Maschine, Werkzeug und Zubehör erhalten Sie selbstverständlich bei der Firma TBT. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Tiefbohrspezialisten wenden.